Ich möchte euch einfach sagen, dass uns ein tolles Jahr erwartet. Also legt euren geistlichen Sicherheitsgurt an, es wird eine spannende Reise. Gehen wir zu Prediger 9, Vers 11. Nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf, noch die Starken die Schlacht. Nicht die Weisen erlangen das Brot, auch nicht die Verständigen den Reichtum. Noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Das Wort für Zeit heißt auf Hebräisch et. Und das hebräische Wort für Umstände ist kara. Bei kara geht es um die richtigen Umstände. Wir wollen die richtigen Umstände erwischen. Denn wir wissen, dass am Ende derjenige, der den Wettlauf gewinnt, nicht unbedingt der Schnellste ist. Gunst erleben nicht unbedingt die, die besonders fähig oder reich sind, die Verständigen oder Weisen. Sie sind alle von Zeit, et, und Umständen kara abhängig. Und was bedeutet das nun? Es hat mit unserem Jahresthema zu tun. Lehn dich zurück und schau zu. Das Kairos-Jahr. Richtiger Moment, richtiger Ort. Der richtige Moment ist auf Hebräisch das Wort et. Auf Griechisch heißt et Kairos. Und Kairos ist der richtige Moment. Thayer, ein Griechisch-Experte, definiert Kairos so. Kairos ist ein günstiger, passender Moment, der richtige Zeitpunkt. Wenn man zum Beispiel sagt, etwas sei eine günstige Gelegenheit, dann kommt das von dem Wort Gunst. Das heißt, dass sich eine Tür der Gunst geöffnet hat. Das ist Kairos. Können wir uns mit unserer Klugheit und Intelligenz in eine Position bringen, damit etwas zu unseren Gunsten geschieht? Kennen wir den richtigen Moment? Menschen versuchen das die ganze Zeit. Sie wollen zum richtigen Zeitpunkt investieren oder ihren Lebenspartner kennenlernen. Selbst wenn es darum geht, Tragödien abzuwenden. Man kann trotzdem nicht steuern, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird. Und so brauchen wir den Herrn dieses Jahr mehr denn je. Er wird dir das Beste geben. Du betest einfach, Vater, lass heute Kara, richtiger Moment, richtiger Ort, geschehen. Und Gott wird alles lenken. Abrahams Diener, schauen wir uns sein Gebet an. O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir gelingen. Wisst ihr, welches hebräische Wort hier steht? Kara. Und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehst du das Wort Gnade? Dort steht Chesed, das Wort für Gnade. Gnade ist mit Kara verknüpft, was unverdiente Gunst bedeutet. Nur Gottes Gnade kann dich im richtigen Moment an den richtigen Ort stellen. Hör gut zu. Viel von dem, was in diesem Jahr passiert, wird darin bestehen, dass du jemanden triffst, bei dem sich herausstellt, dass es jemand ist, der Jesus braucht. Vergiss nicht, das ist nicht nur der richtige Moment und der richtige Ort für dich, sondern auch für diese Person. Und wenn Gott dich so gebraucht, dann sage ich dir, dann bist du sehr gesegnet.
Weißt du warum? Weil er dir vertraut. Wenn ihr euer Wunder nicht erlebt, weil ihr eure Ernte nicht seht, dann lasst euch nicht entmutigen. Gebt nicht auf. Wir werden ernten. When? Wann? Zu seiner Zeit werden wir ernten. Zu seiner Zeit heißt Kairos. Sarah war selbst als junge Frau schon unfruchtbar. Und nun ist sie 90 und er ist 100 Jahre alt. Sie haben 20 Jahre gewartet und nun sagt Gott, euer Kairos-Moment ist gekommen. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Er bezieht sich auf die gleiche Geschichte. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Ich möchte euch hier zeigen, dass in der Kairos-Zeit Gebete erhört werden. Dein lang ersehntes Wunder geschieht. Dies ist das Jahr, in dem sich dein Wunder zeigt.